Hallo und schön, dass du dabei bist. In dieser Episode nehme ich dich mit in den Wald auf der Suche nach dem schönsten Bärlauch. Und in dieser Episode zeige ich dir, wie ich zwei Jauchen ansetze. Einmal eine Bärlauchjauche und eine Brennnesseljauche. Und wie ich aus beiden Naturkräutern ein köstliches Gericht zaubere. Ganz einfach, mit wenig Aufwand und sehr dekorativ. Außerdem zeige ich dir, wie ich eine Wildblumenwiese angelegt habe. Aber jetzt gehen wir erstmal zu einer Ecke oder Stelle in meinem Garten, wo es sehr viele junge Brennnesseltriebe gibt, und die sind perfekt. Die Brennnessel ist voll von Stickstoff, Mineralien und tolle Nährstoffe, die das Wachstum deiner Pflanzen fördert, egal ob das Blumen sind oder Gemüse, und auch das Bodenleben aktiviert, also die ganzen Mikroorganismen. Und in einem Verhältnis von 1 zu 10 kannst du also mit den Brennnesseln eine Jauche ansetzen, circa eine Woche fermentieren lassen und dann in diesem Mischungsverhältnis 1 zu 10 ausbringen, egal ob das im Blumenkübel ist oder in deinem Garten, und du wirst sehen, wie deine Pflanzen wachsen und gedeihen. Und ich habe jetzt einen kleinen Trick, den ich dir zeige, weil die Jauchen, die sind sehr unangenehm vom Geruch her. Vielleicht hast du schon mal welche angesetzt. Ich habe das früher immer in Töpfen gemacht, also in so Eimern mit Deckel drauf, und wenn es heiß wird, dann fängt es tierisch an zu stinken. Und deswegen habe ich mich für diese Container entschieden. Die gibt es im Campingbedarf. Da kannst du also diese frischen Brennnessel und auch den Bärlauch einfüllen, mit Wasser auffüllen, und hast dann die Möglichkeit, unten aus dem Hahn, also die Portionierung 1 zu 10, direkt in dein Gießwasser einzufüllen. Nach einer Woche bei der Brennnesseljauche und bei dem Knoblauch bzw. Bärlauch kannst du schon nach einem Tag, nach 24 Stunden, 1 zu 1 diese Mischung ausbringen. Der Bärlauch ist ja auch ein wilder Knoblauch, ist perfekt dazu geeignet als Pflanzenschutzmittel, also gegen Schnecken, gegen Läuse, gegen Milben, gegen Raupen, also auch bei Kohlsorten, bei den Zitronenbäumen, da kann man damit spritzen, das kann man sich in einen Zerstäuber reintun oder eben großflächig aus dem Blumenbeet gießen, ist also perfekt gegen die Schnecken. Ich beschrifte beides, damit ich weiß, was welche Jauche ist. Lass dir einfach stehen und füll immer wieder ein bisschen Wasser auf, und das war's schon. Hier sind wir auf meinen ca. 40 Quadratmeter Fläche, wo kein Rasen mehr wächst, weil hier ist ja dieses Gartenpavillon, von dem ich dir in der letzten Episode erzählt habe, abgebaut worden. Und jetzt habe ich mir überlegt, was ich hier machen kann. Und vielleicht geht es dir auch so im Frühjahr, da hat man immer das Gefühl, ja, jetzt muss alles in die Erde, man hat so viel zu tun, man hat keine Zeit. Und deswegen habe ich mir geht es ja genauso, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt auf dem Bereich, mache ich jetzt eine Wildblumenwiese. Heute ist ein perfekter Tag, es hat so ein bisschen geregnet, die Erde ist nass. Das empfehle ich dir, wenn du Blumensamen direkt in die Erde tust, dass dann die Erde schon richtig gut durchnässt ist. Da gibst du deinen Blumensamen Starthilfe, und die Vögel haben es dann auch nicht so einfach, alles rauszupicken. Und was ich jetzt mache auf der Grundfläche, ich habe hier meine Schweizer Schwengelhake aus Kupfer. Die liebe ich über alles. Das würde ich sagen, ist mein wichtigstes Gartentool im Garten. Und Kupfer ist sehr gut für die Erde und für das Wachstum. Auch Gießkannen aus Kupfer sind sehr, sehr gut. Und ich fange jetzt erstmal an, die Grundfläche hier ein bisschen vorzubereiten und hake einfach ein bisschen Kratz etwas an der Oberfläche, dass ich später das Saatgut gut einsehen kann. Thank you.
Ich habe jetzt hier verschiedene Blumensamen, zum Teil auch etwas ältere Saatgut, wo ich jetzt nicht mehr so genau weiß, ist es noch gut oder nicht. Meistens kann man es ja noch verwenden, aber man muss es ausprobieren. Ich habe hier Dill, ich habe hier noch eine angefangene Tüte mit bunter Blumenmischung und ich habe hier diverse Saatgut von Schnittblumen, auch von einer wilden Blumenwiese. Also ich mache jetzt mal alles querbeet, ich mische alles zusammen. Und das ist für mich jetzt der ultimative Feldversuch, weil ich habe jetzt ein Schnittblumenfeld richtig angelegt mit ja, richtig Beete anlegen, Hackschnitzel, zwei Männer, die mir dabei geholfen haben. Und im Vergleich mache ich jetzt quasi dieses wilde Blumenfeld, wo ich jetzt alles mische und einfach alles mal auf diese Erde drauf tue, die ganze Saatgut. Und ich bin jetzt gespannt in ein paar Wochen, wie das Ergebnis ist. Wir starten jetzt einfach Saatgut nehmen. Alles, was da ist. Man kann da auch wirklich ein bisschen experimentell sein. Und man muss auch gar keine Angst haben, ob das Saatgut nicht tief genug in der Erde ist. Einfach draufstreuen. Und ich mische jetzt dieses Saatgut. Der Saatgutcocktail ist fertig. Ich decke ihn ab mit einem Tuch, damit der Wind mir jetzt nicht alles schon um die Ohren weht. Und von hier aus geht es direkt zum Blumenfeld. Der Blumensamen, der ist jetzt komplett ausgestreut und damit es die Vögel nicht so einfach haben und das Saatgut nicht einfach durch den Wind auch weggeweht wird, nehme ich jetzt ein Brett und lege das aus und drücke das nochmal so ein bisschen glatt. Einige haben Angst davor, Bärlauch zu pflücken, weil sie Angst haben, die Blätter mit den Blättern der giftigen Maiglöckchen zu verwechseln. Und du siehst, das sieht wirklich identisch aus. Aber wenn du an den Bärlauchblättern riechst, dann riechst du den Knoblauch und dann weißt du einfach, das ist Bärlauch. Denn Maiglöckchen, die riechen nicht. So, ich starte hier meine japanische Teppanyaki-Platte, mache etwas Apfelessig hinzu zum Wasser. Das Wasser ist wichtig, dass es nur simmert, dass es nicht kocht. Nimm ein Ei. Und dann ist wichtig, dem Wasser eine Drehrichtung zu geben im Kochlöffel. Und wenn das Ei so reinplumpst, dass man dem Ei die Drehrichtung ein bisschen weiter vermittelt, also dass das Ei nicht auf der Stelle bleibt, sondern in einer rührenden Bewegung das Ei gart. Circa 4 Minuten, dann ist das pochierte Ei schon fertig. Kannst es raustun. Ich muss mich immer so ein bisschen organisieren, weil ich habe nur so ein kleines Badehaus, keine richtige Outdoor-Küche. Deshalb habe ich diesen Kocher, der ist Gold wert. Stell es zur Seite und starte dann mit etwas angerösteten Brotwürfeln, Croutons. Du kannst dazu altes Brot nehmen, was schon etwas trockener ist. Das eignet sich perfekt dafür. Bisschen Butter in die Pfanne.
Brotcroutons dazu, sanft anrösten und dann kommt nach einiger Zeit die Spitzen von der Brennnessel dazu. Und so zubereitet mit Butter ist es wirklich ein Hochgenuss. Schneide eine Avocado auf. Und ich habe immer noch Zitronen von meinem kleinen Bäumchen. Eine frische Zitrone aufschneiden und auspressen, so der Avocado. Umrühren. Salz und Pfeffer hinzugeben. Und dann geht es auch schon los. Man nimmt also dieses schöne Avocado-Mousse, verteilt es im Teller, die Butter, Croutons mit Brennnessel, Bärlauchblätter und vor allen Dingen, es wissen die wenigsten, die Blüten sind auch ganz schmackhaft. Also die kann man essen, sehen nicht nur dekorativ aus, sondern die sind wirklich super. Dann das pochierte Ei obendrauf und mein Rosmarin, der hat kleine Blüten. Und auch die Blüten vom Rosmarin schmecken nach Rosmarin und sehen sehr dekorativ aus für den Salat und auch für eine Dekoration. Deswegen jetzt noch ein bisschen Rosmarin drüber, etwas Olivenöl. Wer möchte, kann auch noch mal ein bisschen Salz und Pfeffer über das Ei machen. Und schon ist mein kleines Gericht fertig nach getaner Arbeit und das schmeckt frisch im Garten so zubereitet am besten. Ich freue mich immer noch über meine Narzissen und auch wenn es draußen jetzt gerade so ein bisschen regnet und so dunkel wird, spielt keine Rolle. Es ist einfach herrlich im Frühling draußen zu sein. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mich abonnierst und mir einen Kommentar hinterlässt, wie du so gärtnerst und ob du auch so eine Wildblumenwiese angelegt hast, ob du mit Jauchen arbeitest. Und die Anna inspiziert erstmal das Wildblumenfeld und hat es abgesegnet und freigegeben. Also kann nichts schief gehen. Und ich freue mich auf dich auf nächste Woche am Sonntag. Um 12 kommt die nächste Episode. So schön, dass du zugeschaut hast. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit draußen in der Natur. Deine Ines.